So, kurz mal falsch drauf getreten, Seil drüber gezogen und schon ist der Hebel abgebrochen. Was tun? Bisher gab es kein Video, was erklärt hat, wie man das auswechseln kann. Jetzt schaut zu. Die Hebel gibt es bei SVB. Am einen Tag bestellt, am anderen Tag wurden sie schon geliefert. Dazu braucht man dann noch die Sprengringe für EasyLock. Da sind gleich 5 Stück drin. Mit der Hand oder mit dem Schraubenzieher bekommt man das Teil hier auch noch auf. Dann kann man einmal das Fall rausziehen, damit man freie Bahn hat. Ganz simpel. Zuerst muss man diesen Sprengring lösen. Den müsst ihr erst drehen und dann rausschieben. Das ist ein bisschen Gefummel, aber mit 2 Schraubenzieher klappt's. Der Sprengring ist dann nachher kaputt. Deswegen braucht man unbedingt Ersatzsprengringe, um das nachher wieder festzumachen. Dann muss man diesen Bolzen nach hinten verschieben. Da braucht man etwas Kraft, aber das lässt sich relativ leicht machen. Man zieht ihn so weit raus, bis er sich hier öffnet. Und da ist dann der zweite Bolzen, den wir aufmachen müssen. Der sollte sich ganz einfach rausdrücken lassen mit einem Schraubenzieher. Und den Bolzen nach hinten wegziehen. Den brauchen wir natürlich. Und dann kann man das Teil schon abmachen. Neue Hebel wieder ran. Bolzen von der Seite reinstecken. Durchdrücken. Bolzen wieder drin. Zweiten Bolzen wieder reinfummeln. Da muss man eventuell ein bisschen so nach hinten ziehen, dass das funktioniert. Zack. Das ist drin. Dann den Sprengring wieder draufsetzen, den neuen natürlich. Und rein. Da muss man mit sanfter Gewalt einmal kurz nachhelfen, dass der richtig drin sitzt. Und wenn man es ganz toll machen will, dann kann man den auch noch ein bisschen verdrehen, dass der hier arretiert ist. Aber eigentlich ist damit alles wieder gut. Perfekt. Darum ist der Sprengring wieder arretiert und kann nicht mehr rausrutschen. Das seht ihr. Das alles hat ungefähr 20 Minuten gedauert, also wirklich kein Hexenwerk. Viel Spaß beim Segeln!